Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Assassin's Creed Brotherhood. Letztes Mal haben wir mehrere Tunneleingänge freigeschaltet. Und ja, wir gucken, was wir jetzt machen können, was hier in der Nähe ist. Mehrere Bordschirrtürme, okay. Ein Aussichtspunkt und da unten ist noch das Rätselslösung. Beziehungsweise. Nein, ich nicht so ist selber. Hey, hey! Die Guardia tut alles Menschenmögliche, kann aber nicht für eure Sicherheit garantieren. Okay. Wahrscheinlich was reparieren. Da oben ist ein Butcher-Banner drauf. Oh, wir wollen gar nicht rein. Okay. Andiamo! Hi, hi! Okay, okay. Und meine Kiste holen. So, Fettchen, sehr schön. Komm her, aufsteigen. Weiter geht's. Hopp. Noch eine Kiste. Wolle. Wolle was reinlassen? Okay. Sieht aus, als wenn wir gleich hinkommen. Aussichtspunkt. Okay. Gut, ist fertig. Hier sieht schlecht aus. Schwierigkeitsstufe 2. Okay, ich mach mal. Das ist gut, mal die. Du bist ein Hauptmann. Okay, kein Hauptmann da. Aber ein Arzt. Kommt, Freunde! Okay, darauf habe ich alles. Gift habe ich alles. Okay, passt. Ja, Luigi? Wo ist der hin? Ezio Auditore! Ach, gucken wir das. Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Den kennen wir doch noch. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant. Wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene. Meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann.
Okay, zwischen Baum und Borke. Roger Hauptmann eliminieren, mit seinen Truppen in der Kaserne angreifen. Okay. Was war das für eine Sekundation? Habe ich gerade nicht gelesen. Mal lesen. Nur den Hauptmann der Borke eliminieren. Okay. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Zurück! Merda! Bitte Gott, lass mich leben! Bitte Gott, lass mich leben! Jungfrau, schütze euch, Amico. Zeigt es diesen Schweinen. Okay, da muss ich irgendwie hoch jetzt. Wie am besten. Schwimmen wir mal rum. Was ihr schön seht. Ein Borgia-Banner. So, das ist der Turm. Wo oben ist er? Ist doch schon wieder nach Dings an, nach der Hilfe. Schon auch kein Dürfte sein. Synchronisieren wir ihn erstmal, bevor wir ihn abfackeln, weil sonst haben wir ein Problem. Davon haben wir auch Leute. Das ist nicht so dünn. So. Okay, wie komme ich so schnell zurück? Da. Ich hab doch auch was gesehen. Genau. No. Oh, reicht grad so. Schwein gehabt. So, weiter geht's. Ein Krieg zu ihren Gunsten ist. Mit dem Pferd geht's auch ein bisschen schneller. Als zu Fuß. Ha!
Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Wo soll ich bloß Arbeiter finden, die dieses Werk erschaffen können? Die Arbeiter heutzutage sind nicht mehr gut. Sie arbeiten nicht mehr mit dem Herzen. Okay. Das kostet nichts. Sehr schön. Oh, wird aber groß. Ottimo lavoro, no? Grazie, messere. Und ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Okay. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehmt diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Vielen Dank. Och, das ist ja wenig Lohn. Das geht aber echt nicht. So wenig Lohn noch. Ist ja voll der Witz. Was ist denn da hinter? Was ist... Okay. Okay, da müssen wir jetzt irgendwie hier runterkommen. Da kommen wir doch nicht. Gucken wir uns mal verstecken, oder irgendwie so schnell wie möglich. Halt hier geblieben. Okay, ist richtig viel Geld drin, so. Das klingt doch schon mal ganz gut. Oh. 160 Meter, 100 Meter, gut. Wenn es nicht täuscht, war es glaube ich so eine Klappe, so eine Art Klappe. Da haben wir sie schon. Okay, damit ihr nichts verpasst, machen wir die nächste Folge weiter. Bis dahin, ciao! Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr gerne mal ins Video klicken, die ist da verlinkt. Ich freue mich auf Kommentare und Rückmeldungen von euch. Sag mal bis zum nächsten Mal, ciao!